bin Bernhard Karl, internationaler Programmer beim Filmfest München, verantwortlich für die Bereiche Asien, Afrika und Europa. In der Reihe Cine Masters findet man A Simple Life von An Hui. Das ist ein wirklich vielleicht das Meisterwerk dieser gesamten Filmsaison. Der neue Film der Hongkong-Regisseurin An Hui, die wirklich ein Monument der Menschlichkeit gestaltet hat. Es ist ein Film, der das Leben einer Hausdienerin zeigt, in den letzten Jahren, die 40 Jahre lang Herrschaften gedient hat. Und dieses Porträt zeigt mit einer solchen Hingabe und einer solchen Zärtlichkeit ein ganzes Menschenleben, wie es sich um andere Menschen ihr Leben lang gekümmert hat. Und jeder einzelne Mensch, der in diesem Film vorkommt, merkt man, ist mit Hingabe und auch Menschenfreundlichkeit porträtiert. Ein Film, der zu den ganz großen Entdeckungen dieses Filmjahres gehört. A Simple Life von An Hui aus Hongkong. Ein zweiter Tipp, das ist der russische Film Chapito Show von Sergei Loban. Ein Film, der erstmal abschreckend lang wirkt, nämlich 3,5 Stunden lang. Aber er ist sehr kurzweilig, es ist ein Film mit Musical-Elementen, es ist ein Film, der 4 Episoden zeigt. Es ist ein Film voller Verrücktheiten, voller Absurditäten, voller Überraschungen und auch für einen russischen Film einfach völlig ungewöhnlich, sowohl gespielt als auch inszeniert. Chapito Show von Sergei Loban. In der Reihe Cinevision mit den jungen, talentierten Regisseuren, die wir für die vielleicht größten Versprechungen für eine große Karriere als spannender Filmautor halten, möchte ich herausstellen den Film Clip von Maja Milosz. Das ist ein wirklich radikaler Film, der eine Welt junger Menschen nach dem Balkankrieg zeigt, also im Jetzt Serbien, und eine Welt zeigt, die eigentlich keine Ideale mehr hat, die keine Kultur mehr hat und keine Idee, wer sie überhaupt selbst ist. Und daraus resultiert, dass sie sich nur noch über den eigenen Körper entdecken können und über die Spiegelung des eigenen Körpers und des Selbst über das Internet und über das eigene Handy. Ein Film, der sexuell absolut alle Grenzen überschreitet und sich was traut, aber mit Inhalt. Ein Film, der richtig an die Nieren geht, mit einer begeisternden Hauptdarstellerin, die wirklich ihr Leben gibt für diese Hauptrolle. Ein Film, der in dieser Radikalität auch vor allem aus Ex-Jugoslawien für mich einmalig ist. Clip von Maja Milosz in der Reihe Cinevision. Ein Film aus Algerien, den ich nochmal auch ganz besonders beleuchten möchte. Es ist im Prinzip ein algerischer Buena Vista Social Club. Diesmal geht es um eine Gruppe auch älterer Herren im heutigen Algier, die in den letzten Jahren auch von einer Filmemacherin entdeckt worden sind und die ihre alte Kultur wiederentdecken mit einer fantastischen, wirklich mitreißenden Musik, die man so aus der arabischen Welt selten in einem Film präsentiert bekommt. El Gusto in der Reihe Spotlight.